Jetzt! Ihr seid frei! Stürmt Area 51! Hallo, liebe Community. Heute haben wir etwas ganz, ganz Besonderes vor. Heute ist es soweit. Heute werden wir erfahren, was hinter Area 51 steht, und wir werden erfahren, ob sich in Area 51 Alien verstecken oder nicht. Und genau darum geht es heute. Genau deshalb sind wir hier zusammengekommen. Ich brauche mehr Nebel, Alter. Oh yeah. Meine Freunde, wir haben heute eine große Mission. Eine ganz, ganz große Mission. Eine ganz, ganz, ganz große Mission. Wir werden heute gemeinsam Geschichte schreiben. Wir werden heute gemeinsam erfahren, was hinter Area 51 steht. Ob sich tatsächlich in Area 51 wirklich Aliens verstecken. Oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Es gibt 140 Teilnehmer, die heute mitmachen können. 140 Teilnehmer. 140 Auserwählte. Mehr Nebel. 140 Auserwählte, die heute gemeinsam Zugriff zu Area 51 erhalten. Zugriff zu einem der wohl bestbewachtesten Militärposten der ganzen Welt. Es liegt an euch, ob ihr bereit seid, diese Prüfung zu bestehen oder zu versagen. 140 Leute werden heute gemeinsam Area 51 verdammt nochmal raiden. Und diese 140 Leute sind Auserwählte unseres Kampfkorps. Es geht um den Zutritt zu Area 51. Ja, das, war doch mal eine tolle Anmoderation. Mein Zimmer ist jetzt voller Nebel. Ich hoffe, dass der Rauchmelder nicht losgeht. Es geht heute um den Raid. Bundeswehrjacke mal weg hier, ja. Geht es heute um den Raid auf Area 51. Boom, meine Freunde. Und das ist sie. Area Mother 51. Okay, Freunde. Ihr seht hier Area 51 in Minecraft, Leute. Was soll ich sagen? Das Revi-Bauteam hat sich wieder richtig Mühe gegeben, Leute. Ihr seht das hier. Das ganze Ding sieht absolut geil aus, ja. Und ich würde sagen, meine Freunde, es werden wieder Leute gewitelistet. Ihr wisst, wie es läuft. Subs werden immer zuerst gewitelistet, danach kommt der Rest rein. Und ich würde sagen, Tobi und ich whitelisten jetzt einfach mal ein paar Leute. Ihr werdet hier vorne inmitten der Wüste spawnen, meine Freunde. Ihr dürft nicht vergessen, ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Es gibt hier wenig Ressourcen. Ihr spawnt hier. Holz hat es bei den Laternen, auf dem Weg ein wenig und hier vorne. Wenn das Holz weg ist, dann gibt es erstmal kein neues Holz für euch, ja? Tobi und ich werden jetzt die Leute whitelisten und dann geht es hier auch sofort los. So. Yo! Wie geht es dir, Alter? Mir geht's super, Digga. Deine Hollywood Bubble. War schon geil, oder? Digga, war echt gut. Ich hab das Wort vergessen, aber ja, war echt stabil. So, Vorsicht, meine Freunde, sind überall Kinderbunnies in den Dingern hier. Kinderbunnies? Kinderbunnies. Kinder Buenos. Hidden Placement. Boah, hier gerade hier oben ins UFO kommen eine Menge Killer-Buddies rein, Alter. Boah, das wird eklig. Geil, Alter. Das UFO muss zur Endgegner werden. Ja, Bro, wer hier ins UFO reingeht, der ist auf jeden Fall tot. Guck mal, Leute, wie viele Killer-Buddies hier schon sind. Oh mein Gott, Alter. Die sind auch so stark, ne? Ja, ja. Das ist ein Insane-Stein. Die sind auch voll schnell, glaube ich. Ja, ja. Mich hat schon mal in echt so ein, der ist mein Ding gehüpft in mein Fenster, wo ich im Sommer aufwarte. Tobi, die gibt's nicht in echt. Das sind Michael Killer-Buddies. Alter, ist das eine Horrorvision hier, Digga. Diese Hasen, die in dem... Oh mein Gott. Alter, Digga. Ist das gruselig, Digga. Rewindzeit. Alter, sind diese Hasen stark. Ich merke das gerade. Okay, Tobi. Yo. Yay, yo. Bist du ready für den Sturm auf Area 51? Okay, alle Spieler töten. Nee, warte. Ich habe Angst, dass du dann alle Entities tötest. Auch die ganzen Hasen, weißt du? Deshalb machen wir es anders. Wir machen es auf eine ziemlich kranke Art und Weise, Tobi. Okay, 3, 2, 1. Und jetzt kannst du anzünden. Schnell. Nochmal. Die sterben nicht mit TNT. What? Du kannst kill... Ah ja. Oh. Bist du ready für den Sturm auf Area 51? Ich bin ready für den Sturm auf Area 51. Heute geht es um etwas ganz Besonderes. Heute geht es um den Sturm auf Area 51. Ihr
seid die Auserwählten. Ihr seid diejenigen, die heute gemeinsam marschieren und Area 51 einnehmen werden. Ihr werdet auf den Trümmern von Area 51 eine neue, geile Gesellschaft errichten. Aber Achtung, Area 51 ist voller Heimtücken und Fallen. Killerhasen. What the f***? Killerhasen haben Area 51... Warum Killerhasen? Killerhasen haben Area 51 eingenommen. Nun gilt es an euch herauszufinden, existieren Aliens in Area 51 wirklich? Und, ganz wichtig, Dankeschön für die 1200 Subs an der Stelle. Tobi. Yeah. Bist du bereit? Was denn? Kannst du gerade aufs UFO gucken? Ja, kann ich machen. Was denn? Okay, sag, wenn du guckst. Ich gucke. War das gut? Öffne. Ja. In 3, 2, 1. Jetzt! Ihr seid frei! Holt euch Area 51, kämpft gegen die Gefahren und stürmt Area 51. Alter, sieht das geil aus. Ninja Naruto Dings hier run. Naruto run auf Area 51, let's go! Lauft! Oh Gott. Oh Gott. Oh, die Killerhasen, die machen die ersten Begegnungen. Die sind friedlich, Revi. Killerhasen? Die sind friedlich, ja. Auf keinen Fall sind die friedlich. Die greifen an. Echt jetzt? Ja, oh. Die Killerhasen, die oh, greifen an. Oh, okay. Jetzt müsst ihr versuchen, hier zu überleben in Area 51. Oh mein Gott, Leute. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Area 51 ist bis jetzt noch nicht gefallen. Nein, Killer Squad. Er wurde geholt. Alter, Digga, alle sterben durch Killerhasen. Die ersten holen sich hier schon Holz. Oh, da wird einer von Killerhasen angegriffen. Oh, Lord Xeric wird von 5 Killerhasen verfolgt. Oh mein Gott, Junge, ist das epic. Oh, oh nein, er geht hier vorne ins Dorf. Lulu Laila, vorsichtig, Zombies und Killerhasen hier vorne. Lauft und offenbart die Geheimnisse von Area 51. Gibt's auch Leute, die an den ganz anderen Rand der Map gelaufen sind? Absolut, gibt's auch tatsächlich. Es gibt Leute, die sind gar nicht nach Area 51 gelaufen, sondern ganz woanders hin. Ja, die sind schlau. Nicht schlecht. Nein, Lupini Unir möchte nach oben das UFO erobern, aber er schafft's nicht. Wie will denn der da hochkommen? Ach so, der baut sich mit dem Glas hoch. Don Balbano, auch wenn ich den schon wieder sehe. Als ob der das schafft, da hochzukommen. Don Balbano baut das UFO hoch. Was? Oh Mann. Hä, die haben doch schon nicht gebaut. Er ist runtergefallen und gestorben. Sind da Sachen im UFO? Killerhasen halt, also. Alter, alle wollen ins UFO hoch. Tobi, ich würde sagen, wir machen da oben was rein, oder? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Irgendwas Besonderes. Und das muss man erstmal kriegen. Durch da oben in die Mitte direkt. Genau in, da, wo du stehst. In der Dispenser. Ja, ja, ja. Kommen eine Menge Dias rein. Ui. Das ist der Alien-Shuttle. In der Mitte sind 64 Cowspawn-Eggs, Digga. Das ist OP. Und tatsächlich Saplinge, Tobi. Ui. Okay, okay, ich bin gespannt, wer der erste ist. Wer wird das UFO zuerst erobern? Nein! Sie haben ihn abgebaut! Sie haben ihn abgebaut! Oh mein Gott, der Lupino Nier holt sich das. Wenn du wer holt sich den Grand Prize im UFO? Der Run fürs UFO? Maxim Kraft ist hier auf jeden Fall deutlich schneller. Und wer von den beiden ist es? Ist es der Lupino Nier oder... Oh mein Gott, Maxim Kraft hat mehr Blöcke. Okay, aber Maxim Kraft wird es schaffen. Digga, nein, Maxim sag Kraft. Es nicht. Du weißt nicht, was auf ihn wartet da. Also die Killerhasen sind auch hier. Oh oh. Er hat's geschafft. Er hat den Loot, Maxim Kraft, gönn dir doch. Oh mein Gott, wer nimmt sich den Loot? Lupino Nier hat den Loot. Was? Maxim Kraft hat nichts abgekommen. Maxim Kraft hat's nicht gecheckt. Oh mein Gott, die Killerhasen. Der wurde eine Tüte vom Killerhasen. Oh mein Gott, Lupino Nier, der Ehrenmann, teilt mit Maxim Kraft. Also. Maxim Kraft will's nicht wieder, will's nicht haben. Hä? er will's nicht haben, glaube ich. Okay. Oh, da hinten Killerhase ist hinter Maxim. Nein! Lupino Nier ist gestorben, Maxim auch! Der ganze Loot liegt hier oben. Der ganze Loot liegt hier oben, die Killerhasen haben sie geholt. Die Dias hat irgendwer anders bekommen. Nein, hier liegen die Dias, ich sehe die Dias. Nein, hier unten liegen die Dias, die liegen hier unten. Flo hat sich die Dias geholt. Area 51 Sturm ist von einem Hasen getötet worden. Loot liegt wieder hier. Der Loot liegt schon wieder hier. Digga, dieses UFO ist so ein Kampfspot. Alter Junge, ist ja geiler als Hunger Games hier. Drop und der Flo99k hat sich einfach die ganzen Dias gesnackt mit seinem Standard-Skill und läuft. Nein! Er ist gestorben! Die Dias liegen wieder hier! Dias liegen wieder hier! Simon wurde getötet von dem Killerhasen. Die Killerhasen sind gerade komplett, komplett alles am Zerstören hier. Wie er guckt. Don Balbano ist wieder oben. Och nee. Don Balbano hat den Oh mein Gott, er hat den Loot bekommen. Oh, er hat den ganzen Loot bekommen. Allen Loot, der hier war. Oh mein Gott! Er ist wieder von dem Killerhasen gestorben. Maxim holt sich den Loot. Er fällt runter. Er ist neben Sven. Klatscht irgendwie. Area 51 wurde auf jeden Fall hops genommen. Ich bin gespannt, wer die Dias und die Cow-Spawner bekommen hat. Weil wer die Cow-Spawner-Ex hat, Digga, der hat einen riesen Vorteil. Okay, hier vorne hat eine ganze Crew, die ist schon full Iron, Digga. Lol. Weil sie sich hier unten das Eisen geholt haben in diesem Geheimhaus. Oh mein Gott, es geht weiter. Hier oben kommt jemand. Ninja-Style. Fake-Taxi. Maxim ist wieder da. Ich glaube, Philipp schafft's. Irgendeiner schafft's. Die Kiste kann nicht geöffnet werden, weil drüber ein Goldblock ist. Oh mein Gott, ist es jetzt Philipp oder Maxim? Gott, es wird. Okay.
Maxim wird angegriffen. Okay, die haben alle Schwerter schon. Das ist nicht. Okay, Philipp hat's. Philipp hat den Loot. Und Maxim hat aber auch was bekommen. Vergesst die ganzen Beacons hier nicht, Leute. Hier sind so viele Beacons. Denkt dran. Krank. Und Eisenblöcke sind auch noch unten. Ganz, ganz viele. Wollen wir uns einen nächsten Spot suchen? Einen nächsten Drop-Spot? Komm her, Tobi. Tobi, du musst, setz die Kiste. Eigentlich müssen auf jeder Ebene müssen Killerhasen sein. Die sind auf jeder Ebene werden Killerhasen und sein. Und unten ganz viele. Der sollte jetzt nichts oben abbauen, Digga. Wenn der jetzt oben abbaut, dann fallen die Hasen runter und er ist tot. Oh mein Gott, er kitet sie alle. Der Libo kitet die Hasen runter. Er hat die Hasen runtergekitet. Extrem cleveres Play, extrem cleveres Play. Ja, soll er kitet die Hasen runter. Wie die runterjumpen, Digga. Oh, der Libo hängt auch welche fest, die sind gefährlich. Er ist safe, okay. Er hat die nächste Kiste mit Diamanten. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Alter, also ist auf jeden Fall echt krank. Einiges hier abgegangen bis dato, Mann. Riesige Shoutout ans Revi-Bauteam. Da auf jeden Fall mal auf Twitter reinfolgen. Die haben einfach das Area 51-Flugzeug hier oben eingenommen, das große. Wo ist da ein Flugzeug? Ganz oben im Himmel, Alter. Okay, Cakefire, dafür gibt's auf jeden Fall auf Ehre etwas von mir. Oh, Cakefire schon full dear, what the f***? Und Balbano ist auch da, Digga. Krass, Alter, wenn sich da oben eine Base im Flugzeug machen, ist natürlich über OP, ne? Eigentlich müsste PvP bald angemacht werden, damit die das Flugzeug verteidigen können. Nein, noch nicht, Tobi. Nein, bald. Alles easy, bald. Junge, was habe ich eingegeben? Ich hoffe mal, dass ich dieses Video hochladen kann. Also wenn nur natürlich, wenn beim echten Area 51-Raid keine Leute sterben. Glaubst du, sterben Leute? Das kann sein. Die haben halt EMP-Granaten, oder nicht Granaten, die haben EMP-Systeme, ne? Damit die Leute nicht livestreamen können. Lul. Schauen wir mal uns ganz kurz um, was die Leute hier alles so machen. Habe den Untergrund eingenommen. Das ist eine ganz normale Mine. Das, hallo. Bleib mal ganz kurz liegen, Bruder. Bleib mal liegen. Tobi, siehst du das? Was denn? Er hat sich ausgelockt. Also, hier ein Stack Dried Kelp. So, Don Balbano, was macht der schon wieder? Junge, was sind das hier für Skins, Alter? Ja, also ich würde sagen, Area 51 wurde auf jeden Fall hier erfolgreich geradet, oder? Also da kann man gar nichts sagen. Gut. Ich habe Big Dog Lukas angezündet wegen seinem Trimax-Skin. Revi, gib bitte OP auf keinen Fall, Don Balbano. Irgendwann machen wir mal so ein Video. Don Balbano hat einen Tag OP. Auf deinem Server. Revi, ich bin jetzt mal weg, zu, ne? Balenciaga. Ja, Tobi. Freunde, viel Spaß noch beim Experiment und dir auch noch viel Spaß beim Strem. Danke, Tobi. Oh, guck mal da vorne, Leute. Was haben wir denn da? Ah, ne, da baut jemand sein Haus. Lull, er baut hier ein Haus. Komm, wir helfen ihm mal. Wir bauen hier einen Wachwall. Geil, Alter. Gute Base hier auf jeden Fall schon mal. Ach, Junge, nein. Elementar Gaming, hör auf damit. Das wolltest du doch, oder? Ist das dumm, Alter? Ist das Spiel dumm, Alter? Das ist so dumm, Junge. Das ist einfach nur dumm, was hier gerade passiert. Dumm, 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 dumm. Also ich glaube, Area 51 wurde ganz gut eingenommen. Ja, Bro, nimm's dir. Nimm es dir. Geil, Alter. Junge, nimm es dir doch. Monsieur Zou, ist das für dich? Ja, Bro, erstmal abkühlen. Gut, Jungs, ich lasse euch mal hier unten alleine, das passt schon. Okay, die haben sich hier unten auf jeden Fall auch zu einer Gruppe zusammengeschlossen. Interessant. Ja, Jungs, ich weiß doch ganz genau, was ihr braucht. Ich weiß es doch jetzt schon. Kommt mal her, guck mal. So. Vielleicht macht ihr hier unten eine Base draus. Wer weiß. Ihr wisst, Leute, Kühe sind so dermaßen wichtig, Mann. Die sind so krank wichtig, Alter. Guckt ihn euch an, Leute. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Ey, was soll ich dazu sagen, Mann? Sorry, ich bin gerade ein bisschen raus. Eine Ewigkeit später. So, Leute, ich starte jetzt hier wieder auf dem Area 51-Server und merke direkt, dass ich hier suffocate. Das heißt, ich bin irgendwo eingebaut worden. Das ist natürlich nicht so nice. Wir sind jetzt hier. Ungefähr 4 Stunden sind vergangen, seitdem der Server lief. Und ich sehe hier schon die erste Base, die komplett mit Kaktus eingezäunt ist. Ich sehe hier auf jeden Fall eine ganze Base voller Leute. Ein Zeppling, der liegt hier. Könnt ihr haben. Dann schauen wir mal ganz kurz weiter, wie es bei dem Rest hier aussieht. Hier oben hat es ein ganz seltsames Wassergebilde. Area 51 ist ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Und hier ist auch die ganze Zeit jemand, der in Lava versucht zu schwimmen. Das heißt, es wurde wieder auf ekelhafte, asoziale Art und Weise gespawntrapped. Ich gehe jetzt einfach mal hin und reverse das mal und mach das hier mal raus. Denn ich werde jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier den Spawn auflöse. Normalerweise sollte ich das nicht tun, aber ich mache das jetzt einfach mal in der Hoffnung dahin, dass wieder mehr Leute den Server betreten. Das sind Griefer. Ich mache ja gleich PvP und da könnt ihr euch um die Griefer kümmern. Das müsst ihr dann selber schauen. Ich gehe mal jetzt zu Romeox, weil die haben immer eine krasse Base.
Ja, das heißt, die Base von Romeox und so, die haben auf jeden Fall hier gut was zugelegt. Eine Sache, die man auf jeden Fall merkt, Area 51 wurde komplett dem Erdboden gleich gemacht. Was soll ich sagen, Leute? Also das sieht auf jeden Fall, nicht schlecht aus hier. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Hier hat sich auch eine Base angesiedelt, sehe ich gerade. Interessant auf jeden Fall. Also die ersten Basen entstehen hier schon wieder unter Tage. Sehr viel gestrippt mined und sowas ist hier gemacht worden. Dustin Returns, was hast du gemacht? Oh, Dustin hier oben mit einer aggressiven Base. Mit Cobblestone-Generator am Start. Ich finde es immer geil, wenn jemand produktiv ist, Dustin. Und deshalb, Dustin, kriegst du jetzt dein Private Island, ja? Mit Bäumen, Kühen drauf und so weiter und so fort. Dustin, ich sag dir nur eins, du musst dich wahrscheinlich gegen eine Menge Invasoren dann gleich verteidigen, weil dein Island wahrscheinlich dann gleich geradet werden wird. Also musst du gucken. Ich möchte einfach nur damit wertschätzen, dass Dustin etwas Vernünftiges gemacht hat und nicht gegrieft hat. So, Dustin, vorsichtig. Lass dir gut gehen, ne? Kollege, lass dir gut gehen. Bei Buch hat sich hier auch eine Base gemacht mit einer Kaktusfarm. Hat sogar einen Spielerkopf von einem Spieler erhalten. Wie hast du das gemacht? Schönes, schönes Ding hier. Oh, das ist clever hier. Das ist ziemlich clever. Finde ich geil. Bei Bucht an der Stelle auch. Mögest du mit diesem Sapling und ein paar Kühen glücklich werden. Hier entsteht also eine Stadt, sehe ich gerade, beziehungsweise der Anfang einer Stadt. Don Balbano, ich gebe dir auf keinen Fall OP. Ja, Leute, so sieht es auf jeden Fall nach circa 4 Stunden aus. Wir haben wieder eine Splitterpartei, die sich auf jeden Fall extrem krass abgesetzt hat, mal wieder. Das sind die gleichen Leute wie sonst auch, die sich hier natürlich als Team zusammenschließen. Boah, Lupina, Alter, ihr habt auch was Geiles hier gebaut. Komm mal her hier. Gut, Leute, ich werde am Spawn jetzt einfach mal ein paar Kartoffeln verteilen. Ein paar Raw Potatoes hier irgendwie auf der Map. Wer ein Ehrenmann ist, pflanzt auf jeden Fall ein Kartoffelfeld irgendwann. So, Kartoffeln wurden auf jeden Fall genügend gedroppt. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen da nach 40 Stunden am Sonntag nochmal rein, wenn Area 51 die PvP unterlegt. Und diesmal möchte ich Hardcore-PvP sehen. Ich möchte kein Spawn-Trappen sehen. Das möchte ich diesmal bitte verbieten. Ich möchte, dass hier wirklich blutigst PvP-mäßig auf 40 Stunden Schwitzerniveau gegönnt wird. Ich glaube, das wird ganz aufregend, weil wir bis jetzt immer eine Geschichte hatten, wo Spawn-Trappen passiert ist. Das wird es diesmal nicht geben. Und ich bin gespannt, wie das sich dann entwickeln wird. Schauen wir mal. So. Ich bin gespannt, meine Freunde, wie sich das jetzt auswirken wird auf die Spieler. Sonst sind immer Spieler, die gegrieft und gecheatet haben und sowas am Spawn eiskalt weggetrappt worden. Das wird jetzt nicht mehr passieren, denke ich mal. So, wie sich das jetzt entwickelt, werden wir am Sonntag sehen. PvP wird in wenigen Minuten angemacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den heutigen Stream und natürlich auch für dieses Video, Leute. Geistkranker Support ist da. Ich küsse eure Augen. Und das war's von diesem Video. Wir sehen uns Sonntag beim zweiten Part. Und nicht vergessen, meine Freunde, ja? Sonntag, 15 Uhr, starten wir unser neues Minecraft-Projekt Skyblock mit Trimax und Tromata. Ich hab Bock drauf. Wir sehen uns. Macht's gut. Haut rein. Ciao.